Ich begrüße Sie im Namen der Rosa-Luxemburg-Stiftung Baden-Württemberg hier aus Stuttgart zu unserer heutigen Veranstaltung am 1. Mai 2020. Trotz Corona-bedingter Absagen aller Mai-Demonstrationen und Kundgebungen durch den DGB haben wir heute, so konnte man es zumindest in sozialen Medien auf die Schnelle entnehmen, haben in vielen Städten politische, kämpferische und kreative Straßenaktionen stattgefunden, die ja auch durchaus alle im Einklang mit den sinnvollen und wichtigen Infektionsschutzmaßnahmen standen. Und ich denke, es ist ermutigend zu sehen, dass sich Mittel und Wege finden lassen, auch trotz Corona politisch handlungsfähig zu bleiben und sogar traditionelle und manchmal etwas ritualisierte Abläufe, wie sie ja schon manchmal am 1. Mai der Fall sind, entsprechend innovativ anzupassen. Und ja, genauso innovativ wollen wir heute mit der politischen Bildungsarbeit umgehen, die ja auch am 1. Mai nicht fehlen darf. Und entsprechend findet diese Veranstaltung heute als Videokonferenz statt. Und ja, parallel schalten wir auch eine Live-Übertragung auf Facebook, um so unseren Kreis von Zuschauerinnen und Zuschauern noch weiter zu vergrößern. Ja, und in dem Sinne begrüße ich euch zu unserer Veranstaltung mit dem Titel Mobilitätswende und Arbeitszeitverkürzung – Elemente einer klassenkämpferischen Klimapolitik. Das Thema Mobilitätswende, also die sozial-ökologische Umwälzung unseres Verkehrssystems, das ja zu einem der größten Emittenten von klimaschädlichen Treibhausgasen gehört, ist für uns alle relevant. Und für uns in Baden-Württemberg ist es aber gleichzeitig auch noch, sind wir auch gleichzeitig noch mit der Frage konfrontiert, dass wir es mit einer sehr mächtigen Autoindustrie zu tun haben, die ein großer Wertschöpfungsfaktor ist. Und in dem Automobilcluster, wenn ich da mir eine aktuelle Studie zu Hand nehme, da arbeiten 468.500 Beschäftigte ungefähr. Und das stellt für uns natürlich auch die Frage, was passiert mit diesen Leuten, was passiert mit den Arbeitsplätzen. Und deshalb wollen wir uns auch mit der Frage der Arbeitszeitverkürzung beschäftigen, als einem der möglichen Auswege und einer der möglichen Maßnahmen, um diesen Widerspruch aufzulösen. Ich freue mich, euch unsere Referentinnen und Referenten vorzustellen, unsere Gäste. Ich begrüße einerseits Margareta Steinbrücke. Sie ist uns aus Bremen zugeschaltet. Margareta ist Sozialwissenschaftlerin mit Schwerpunkt auf Arbeitszeit- und Geschlechterforschung. Sie war viele Jahre lang bei der Arbeitnehmerkammer in Bremen beschäftigt und koordiniert heute die Kampagne Arbeitszeitverkürzung jetzt und ist aktiv in der AG von ATTAC, Arbeit verteilen. Herzlich willkommen, Margareta. Ja. Und auch dabei ist Stefan Kohl. Stefan war viele Jahre im Betriebsrat bei VW in Wolfsburg und auch Mitglied in der Tarifkommission für VW, der IG Metall. Heute ist Stefan unter anderem aktiv als Koordinator des Gesprächskreises der Rosa-Luxemburg-Stiftung mit dem Titel Zukunft, Automobil, Umwelt, Mobilität, kurz ZAUM, also eine Arbeitsgruppe, die sich intensiv mit Fragen einer sozial-ökologischen Mobilitätswende beschäftigt und eben auch in diesem Zusammenhang mit der Frage der Arbeitszeitverkürzung. Außerdem ist er in der Partei Die Linke aktiv, unter anderem im Landesvorstand in Sachsen-Anhalt und in der LAG Betrieb und Gewerkschaft, sowie ebenfalls in der ATTAC AG Arbeit verteilen, so wie Margareta auch. Stefan ist uns aus Magdeburg zugeschaltet. Stefan, herzlich willkommen, schön, dass du auch dabei bist. Ich würde vorschlagen, dass bevor wir einsteigen, würde ich noch ein paar technische Sachen erklären zum Ablauf der Veranstaltung und auch ein paar technische Details eingehen. Ich würde meinen Kollegen jetzt bitten, euch eine Folie zu zeigen, anhand derer ich das vielleicht besser erklären kann. Hier sehen wir das Startbild, nochmal den Titel der Veranstaltung. Und auf der nächsten Folie haben wir dann hier was zum Ablauf und zu technischen Details. Zunächst mal würde ich euch bitten, dass ihr während dem ersten Teil der Veranstaltung zunächst eure Kameras und eure Mikrofone bitte auslasst, und zwar so lange, wie diese Veranstaltung live auf Facebook übertragen wird. Die Veranstaltung selbst hat grundsätzlich praktisch drei Teile. Zunächst machen wir ein circa 40-minütiges moderiertes Gespräch mit Margareta und mit Stefan. Im Anschluss daran wird es sozusagen eine erste Fragerunde geben, und zwar mit Fragen, die ihr als Teilnehmerinnen und Teilnehmer per Chat
entweder im Chat hier in Zoom oder in der Kommentarfunktion bei Facebook in die Runde gebt. Meine Kollegen Alexander Schlager und Philipp Frey würden im Hintergrund die Fragen sortieren und sich nachher einschalten und sie unseren Referentinnen und Referenten stellen. Das moderierte Gespräch und die erste Fragerunde würde auf Facebook live übertragen werden und danach würde der Livestream abgebrochen werden, sodass ihr danach, wenn der Livestream abgebrochen ist, die Möglichkeit habt, euch selber innerhalb von Zoom zu Wort zu melden und eure eigenen Diskussionsbeiträge und Fragen einzubringen. Für alle, die das noch nicht sind, das kann man natürlich nur machen, wenn man auch mit hier in der Zoom-Konferenz drin ist. Da könnt ihr euch auf diesen Link, der gerade eben kurz mit der Maus angezeigt wurde, auf den könnt ihr klicken und werdet dann eben auch in die Zoom-Konferenz geleitet. Könnt ihr euch entweder jetzt notieren oder ihr geht auf die Website, wo die Veranstaltung angekündigt ist, oder in die Facebook-Veranstaltung, da findet ihr ebenfalls den Link. Aber wir werden diesen Link auch nachher nochmal, bevor der Livestream endet, auch nochmal zeigen. Genau. Später im dritten Teil, wenn ihr euch dann persönlich zu Wort melden könnt, dann würden wir einfach bitten, dass ihr euch kurz meldet. Entweder indem ihr im rechten Rand des Bedienfelds von Zoom auf den Knopf Hand heben klickt oder indem ihr einfach in den Chat ein Sternchen-Symbol schreibt. Das würden wir dann einfach als eine Meldung werten und würden euch dementsprechend auf die Rednerinnenliste setzen. Wenn ihr euch gemeldet habt und dann dran seid, wird die Moderation eure Kamera und euren Ton freischalten und dann könnt ihr eure Fragen stellen. Genau. Und jetzt so viel zur Technik und ich würde sagen, wir legen los. Und Stefan, soweit ich weiß, bist du ja auch engagiert in der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit. Und daher bietet sich für mich hier als Einstieg die Frage an, was hat eigentlich Arbeitszeitverkürzung mit dem 1. Mai historisch zu tun? Sorry. Also der Kampf um den 8-Stunden-Tag ist sozusagen konstitutiv für den 1. Mai als Kampftag der Arbeiterinnen und Arbeiterklasse im Mai 1886 in Chicago. Gab es eine große Demonstration oder große Demonstrationen, also viele Tage Kämpfe um den 8-Stunden-Tag. Und es gab an diesem 1. Mai 1886 ein Massaker seitens der US-amerikanischen Nationalgarde auf dem Heumarkt in Chicago. Sind viele Menschen verletzt und einige auch tödlich verletzt worden in diesem Kampf um den 8-Stunden-Tag, also sozusagen um Befreiung von der Arbeit. Und das war der Ausgangspunkt dafür, dass der 1. Mai zum internationalen Kampf- und Feiertag der Arbeiterinnenklasse weltweit erklärt worden ist. Und deshalb ist seither mit dem 1. Mai immer auch der Kampf um Arbeitszeit verbunden. Du sagst jetzt, hattest gesagt, Befreiung von der Arbeit. Inwiefern oder warum würdest du sagen, war Arbeitszeitverkürzung oder der Kampf um die Reduktion der Arbeitskraft schon immer eine zentrale Forderung der Arbeiterinnen? Naja, es gibt in den Arbeitsverhältnissen, also Arbeitsverhältnisse sind ja ungleiche Verhältnisse, weil der Arbeitgeber, der Unternehmer, der Fabrikant, wie immer man das nennen will, sozusagen in der strukturell stärkeren Position ist. Der kann produzieren oder produzieren sein lassen, kann die Fabrik aufmachen oder zumachen. Und der Kampf um die Arbeitszeit ist immer ein Kampf darum gewesen, möglichst wenig Zeit fremdbestimmt zu werden in seinem Leben. Also Arbeitszeit ist ja Lebenszeit. Geht ja von unserer Lebenszeit sozusagen ab oder ist Teil unserer Lebenszeit. Und natürlich möchte jeder Mensch gerne möglichst selbstbestimmt leben. Das geht aber nicht, wenn man dem Direktionsrecht eines Fabrikherren oder eines Verwaltungsvorgesetzten oder sonst irgendwie unterliegt. Und deshalb ist der Kampf um eine Reduzierung der Arbeitszeit eigentlich von Beginn an
also vom Beginn der organisierten Arbeiterbewegung an ein ganz wesentlicher Bestandteil dieses Kampfes von Gewerkschaften und Arbeiterbewegung, Arbeiterinnenbewegung. Das heißt, wenn es einer der konstitutiven Bestandteile ist, wie du sagst, dann hat es ja sicherlich, es wurden auch schon ein paar angedeutet, ein paar massive Auseinandersetzungen um Arbeitszeitverkürzung gegeben und du hast den Ursprung des 1. Mai genannt, die Haymarket Riots in den USA. Und was würdest du sagen, wenn das so Kämpfe von so großer Bedeutung waren, was können wir aus den vergangenen Kämpfen um die Arbeitszeit für heute oder für die Zukunft, für unsere Gegenwart lernen? Naja, 1868 Kampf um den 8-Stunden-Tag, das sind jetzt über 130 Jahre her. Das macht, glaube ich, die erste große Dimension deutlich. Wir brauchen einen sehr, sehr langen Atem. Also der Kampf um Arbeitszeit ist noch ungleich härter als der Kampf um Entgelt, also Entgelterhöhung, Tarifrunden. Diesbezüglich gibt es sehr regelmäßigen, oft auch kürzeren Abständen. Also besser nicht länger als ein Jahr, manchmal 2 Jahre oder so. Aber die Kämpfe um Arbeitszeit finden in viel größeren Zeiträumen statt. Also das sind Intervalle von mindestens 10, 20 Jahren. Also die letzte Arbeitszeitverkürzung, allgemeine Arbeitszeitverkürzung in der Metall-Elektro-Druckindustrie selbst liegt inzwischen über 25 Jahre zurück und seitdem hat sich nichts getan. Davor waren es auch ungefähr 25 Jahre, bis die 40-Stunden-Woche erreicht worden ist. Dazwischen gab es kleine Schritte in Richtung Verlängerung Urlaub, Verkürzung der Wochenarbeitszeit, also von der 6-Tage-Woche auf die 5-Tage-Woche. Aber seit 130 Jahren ist sozusagen der 8-Stunden-Tag der Fixpunkt dabei. Und in Deutschland im Übrigen erst eingeführt worden im Ergebnis der Novemberrevolution 1918. Also inzwischen auch schon wieder 100 Jahre her. Und in diesen 100 Jahren hat sich diesbezüglich, also 8-Stunden-Tag als Norm, nicht viel getan. Also Wochenarbeitszeitverkürzung, Urlaubsverlängerung, ja. Also das Erste und Wichtigste in dem Zusammenhang, glaube ich, ist, dass wir einen sehr, sehr langen Atem brauchen, unsere Forderungen sehr gut begründen müssen und uns auf härtere Auseinandersetzungen in diesem Zusammenhang noch einstellen müssen, als wenn es nur in Anführungszeichen um Entgelt gehen würde. Ja, vielen Dank, Stefan, für diesen erstens kurzen historischen Abriss und auch für die Einschätzung, wie zäh das Ringen um eine Arbeitszeitverkürzung ist oder was einen vielleicht zu der Schlussfolgerung bringen könnte, dass es eines der Elemente ist, die man in einem kapitalistischen System sehr, sehr schwer nur erreichen kann. Gleichzeitig gibt es ja sicherlich auch noch viele andere, sagen wir mal, Schranken oder schwer überwindbare Schranken im kapitalistischen System, wie zum Beispiel der Zwang zur Ausweitung der Produktion, zum Wachstum. Und gleichzeitig ist es ja dabei wiederum so, dass wir jetzt in einer Situation leben, wo wir hier gleichzeitig bei der Reduktion der Treibhausgasemissionen zum Beispiel uns ins Bewusstsein gekommen ist, dass wir da gar nicht so viel Zeit haben für eine Politik, für die wir dann so langen Atem brauchen. Man vergisst ja, hat es ja schon fast wieder vergessen, weil die Corona-Pandemie jetzt alle Aufmerksamkeit absorbiert, aber in dem vergangenen Jahr unter anderem und ein bisschen davor hat ja eine der beachtlichsten sozialen Bewegungen der letzten Zeit ist auf die Bühne getreten und beachtlich auch deswegen, weil sie so stark von Jugendlichen getragen wurde. Also ich spreche von Fridays for Future und allem, was zu diesem Konglomerat von Bewegungen dazugehört. Und dieser Bewegung ist es ja wie selten zuvor gelungen, den Anspruch an progressive Politik zu formulieren, dass sie eben dazu geeignet sein muss, die Klimakatastrophe abzuwenden. Ja, und in diesem Zusammenhang wollte ich jetzt, Margrethe, dich etwas fragen und wollte zu der Frage übergehen, in welchem Verhältnis steht für dich denn die ökologische Nachhaltigkeit und die Forderung nach Arbeitszeitverkürzung, für die du dich ja auch unter anderem bei ATTAC und überhaupt schon viel länger in deinem Leben einsetzt? Ja, also da gibt es ganz enge Zusammenhänge, die aber bisher in den Kämpfen um Arbeitszeitverkürzung
eigentlich wenig Beachtung gefunden haben. Es hat zwar mal vor ungefähr 30 Jahren, so lange ist das schon wieder her, in den Gewerkschaften Arbeitskreise Ökologie und Gewerkschaften oder Ökologie und Arbeit gegeben. Die sind aber mit wenig Resonanz irgendwie wieder eingeschlafen. Jetzt, wie du ja richtig sagst, durch Fridays for Future ist diese ganze Frage wirklich ins öffentliche Bewusstsein gedrungen und findet auch in den Gewerkschaften zwar unterschiedlich, aber doch durchaus auch Resonanz. Also immerhin hat die IG Metall ein großes Programm oder eine Kampagne zur sozialökologischen Transformation ja aufgelegt, wo sie eben ökonomisch, sozial und ökologisch das Ganze angehen will. Sie hat dann natürlich in erster Linie die Folgen der Digitalisierung im Auge. Aber immerhin, das Ökologie-Thema ist jetzt auch in der größten Gewerkschaft und mächtigsten Gewerkschaft der Welt angekommen. Das ist ja schon mal was. Also wir bei ATTAC sehen den Zusammenhang an vier systematischen Punkten zwischen Klimaschutz oder Umweltschutz und Arbeitszeitverkürzung. Zum einen ist natürlich die ganze Arbeit, insbesondere die Industriearbeit, ein unglaublicher CO2-Emittent. Ja? Und wenn wir die Klimaziele von Paris einhalten wollen, also irgendwie, selbst wenn wir nur dieses schwächste Ziel mit 2 Grad nehmen, dürften wir eigentlich in hochentwickelten Ländern wie Deutschland nur noch zwischen 6 und 12 Stunden pro Woche arbeiten. Also unser Mitglied Philipp Frey, der hier ja auch mit in der Organisation, in der Vorbereitung dabei ist, hat ja kürzlich erst eine große Studie, die Ecological, na, wie heißt es? Mein Englisch. Also die ökologischen Grenzen der Arbeitszeit, gibt es erst auf Englisch, verfasst und kommt da aufgrund von Berechnungen mit dem durchschnittlichen Produktivitätsniveau solcher Länder wie Deutschland zu dem Ergebnis, wenn wir das einhalten wollen, dürften wir eigentlich nur noch, also in Deutschland glaube ich, sind es ungefähr 9 Stunden pro Woche arbeiten. Das klingt ja irgendwie erstmal ganz ungeheuerlich, geradezu unwahrscheinlich, aber es ist gar nicht so furchtbar neu. Wir haben damals im Kampf um die 35-Stunden-Woche schon von dem Nestor der katholischen Soziallehre, Oswald von Nell-Breuning, sagt vielleicht manchen was, haben wir schon die Ansage bekommen damals, Leute, also ihr mit euren 35 Stunden, das ist völlig hinterm Mond. Wenn wir auf alle Rüstungsproduktion, alle Verschleißproduktion und alle Unsinnsproduktion verzichten würden, dann könnten wir mit einer 8-Stunden-Woche auskommen, bei gleichbleibendem Lebensstandard. Und das ist heute sicherlich noch wahrer als damals. Also, weil wir haben ja zwischendurch auch nach wie vor immer weitere Produktivitätsfortschritte gehabt. Also, das ist der eine zentrale Punkt. Also, wir brauchen dringendst Arbeitszeitverkürzung und zwar insbesondere natürlich in den ganzen klimaschädlichen Branchen, also wie Stahlproduktion, Aluminiumproduktion, Kohleförderung etc. Plastikproduktion. Aber das geht natürlich nur, wenn wir eine solche Arbeitszeitverkürzung generell für alle Branchen etablieren,
Weil nur so können wir die dort frei werdende Arbeit oder verloren gehenden Arbeitsplätze ersetzen durch Umverteilung der verbleibenden Zeit auf alle Branchen. Damit komme ich jetzt zu dem zweiten wichtigen Zusammenhang von Arbeitszeitverkürzung und Klimaschutz. Es ist klar, wir müssen bestimmte Branchen enorm reduzieren. Also da wird sicherlich Stefan gleich auch noch sehr viel mehr zu sagen. Automobilproduktion ist ein ganz zentraler Bereich. Wir können, wenn wir die Klimaziele einhalten wollen, da nicht einfach so weiter produzieren wie bisher. In der Braunkohle ist es ja jetzt schon sowieso evident und ganz akut. Aber wenn wir den Leuten, die ihre Arbeitsplätze dort verlieren müssen, eigentlich ja geradezu sollen, ja, wenn wir denen eine Alternative bieten wollen, dann können wir das nur, wenn wir die Arbeitszeit in allen Branchen so verkürzen, dass die dann eine reelle Chance hätten, in irgendeiner anderen Branche eine Arbeit wieder zu finden. Das geht natürlich nicht so einfach. Das bedarf dann auch großer Umschulungsprogramme und wird sicherlich eine Weile auch dauern. Aber im Prinzip ist eine sogenannte Just Transition, also eine ökologische Transformation, die aber die Interessen der Beschäftigten mit berücksichtigt, nur möglich mit so einer radikalen Arbeitszeit für alle. Und also die 8-Stunden-Woche werden wir wahrscheinlich nicht sofort schaffen, aber wir als ATTAC AG Arbeit fair teilen plädieren ja dafür, wenigstens die 30-Stunden-Woche für alle mit vollem Lohnausgleich. Das zumindest jetzt als Zwischenziel schon mal anzupeilen. Dann gibt es einen dritten, ganz entscheidenden Punkt, wo Arbeitszeitverkürzung und Ökologie zusammenhängen. Und zwar ist das die Frage eines ökologischen Lebensstils. Also die Umorganisation der Produktion, die politische Regulierung, was produziert wird und wie, ist die eine Geschichte. Aber gleichzeitig brauchen wir natürlich auch eine ökologische Transformation unseres eigenen Lebens. Also wie wir leben und wie wir konsumieren. Und wenn wir das, was einfach dringend angesagt ist, nämlich einen Lebensstil pflegen wollen, in dem repariert wird, statt weggeschmissen, in dem recycelt wird, statt immer Neues anzuschaffen, in dem geteilt wird, in dem teilweise auch Grundnahrungsmittel vielleicht auch selber wieder angebaut werden zum Teil. Und vor allem, wenn wir auch die ganze nicht bezahlte und nicht industrielle Arbeit, nämlich also die ganze Sorgearbeit, wenn wir die anständig betreiben wollen, dafür brauchen wir, für all das brauchen wir Zeit. Und das bedeutet, wir dürfen überhaupt nicht mehr so viel Zeit für Erwerbsarbeit aufwenden, weil wir die für das andere brauchen. Ja? Selbst bei sowas wie Reisen, das wird ja jetzt gerade in Corona-Zeiten irgendwie erzwungen, aber auch für ein ökologisch vertretbares Reisen brauchen wir viel mehr Zeit. Also um im Zug nach Barcelona zu kommen, brauche ich mehr Zeit als mit Flieger. So. Also ein solcher ökologischer Lebensstil braucht einfach mehr Zeit. Also wir haben eine tolle Vordenkerin für diese ganzen Fragen. Das ist Adelheid Biesecker. Das war die erste Professorin für Ökonomie an der Uni Bremen. Die hat immer gesagt, Leute, wir haben gar nicht so viel Zeit, um so viel zu arbeiten. Das geht gar nicht. Wir brauchen die wirklich für was Wichtigeres. Ne? Was sich ja jetzt in Corona-Zeiten übrigens auch zeigt, dass es wirklich viel wichtigere Sachen gibt. Ja, und damit komme ich zum vierten Punkt, wo Ökologie und Arbeitszeitverkürzung engstens zusammenhängen. Und zwar ist das in meinen Augen wir brauchen
im Grunde eine völlig neue Bewertung dessen, was wichtig ist und was eigentlich wir unter Wohlstand verstehen. Im Moment wird ja unter Wohlstand oder unter Reichtum verstanden, man hat viel Geld und viel Güter, also viel Konsumgüter. Wir müssen aber, wenn wir das irgendwie hinkriegen wollen, einen völlig anderen Begriff von Wohlstand und von Reichtum entwickeln. Und da würde eigentlich der Begriff oder die Idee des Zeitwohlstands im Zentrum stehen müssen. Also Marx hat ja die Zeit mal so definiert, Zeit ist der Raum menschlicher Entwicklung. Und an anderer Stelle hat er gesagt, der wahre Reichtum einer Gesellschaft ist die frei verfügbare Zeit, weil die ist der Raum, wo sich Menschen entwickeln können, ihre kreativen Fähigkeiten, die jeder Mensch hat, und auch ihre menschlichen Beziehungen zu anderen. Ohne Zeit geht das nicht. Und deswegen, ein Stückchen zeigt sich das ja auch jetzt in Corona-Zeiten. Das ist natürlich sehr verschieden, wie das wahrgenommen wird, aber bei Menschen, die sich jetzt keine ganz unmittelbaren Sorgen machen müssen und bei Menschen, die jetzt nicht zu viert in einer Zwei-Zimmer-Wohnung wohnen, ein bisschen Platz haben, ist es zumindest eine Erfahrung, dass die Arbeitszeitverkürzung jetzt auch ein Stückchen genau diesen Raum, die Erfahrung mit diesem Raum von Zeit auch bietet. Und ich glaube, wir müssen als Attac oder auch als Linke überhaupt dahin kommen, dass wir die ganze Debatte um sozial-ökologische Transformation mit diesem neuen Begriff von Reichtum verknüpfen. Margarete, vielen Dank für diesen sehr systematischen und umfassenden sozusagen Einblick in dieses Denkgebäude. Ich denke, das war sehr gut nachvollziehbar mit diesem Kerngedanken, dass quasi aus ökologischen Gründen die Produktion und damit auch die verbundene Arbeit reduziert werden muss, dass sie umverteilt werden muss, dass sie aber global reduziert werden muss, sodass eben auch das, was umverteilt werden muss, auch in den Dienstleistungen, sage ich jetzt, nehme ich mal an, zum Beispiel, aufgefangen werden kann. Ich wollte jetzt trotzdem nur noch eine Nachfrage stellen. Also es gibt ja immer diese, also oft die Losung sozusagen, Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich. Wie würdest du denn jetzt in diesem Zusammenhang eigentlich bewerten? Also natürlich ist ein wesentlich größerer Freizeitraum, der dadurch zur Verfügung steht. Und gerade auch jetzt, ohne jemandem Unrecht zu tun zu wollen, man findet manchmal ein bisschen diese Argumentation, ja gut, das, wenn jetzt die Leute dann irgendwie mehr Freizeit haben und höhere Löhne auch noch, dann ist es ja ökologisch, dann kaufen die sich mehr Autos und fahren, verreisen mehr, fliegen mehr weg. Und könntest du vielleicht nochmal auf diese Figur ein bisschen eingehen und auch auf die Frage, wie hältst du es mit dem vollen oder mit dem Lohnausgleich bei Arbeitszeitverkürzung? Mhm. Das System sozusagen. Ja, also wir vertreten als Attac schon den vollen Lohnausgleich für alle. Allerdings, ich persönlich finde, dass es durchaus denkbar wäre, da zu staffeln. Also die unteren und mittleren Lohngruppen brauchen einen vollen Lohnausgleich. Das geht nicht anders, weil wir haben einen gigantischen Niedriglohnsektor, da kommt man jetzt schon überhaupt nicht mit über die Runden. Also die Leute brauchen den vollen Lohnausgleich. In den oberen Kategorien, also weiß ich, vom Lehrer angefangen aufwärts, da könnte man auch auf einen Lohnausgleich verzichten oder einen Teillohnausgleich, würde es auch tun. Ne? Das Argument, dass die Leute, wenn sie dann mehr Zeit hätten, die nur dazu nutzen würden, noch mehr Unsinn zu treiben oder zu konsumieren. Also ich glaube, das ist ein generelles Problem. Aber das Problem haben wir so oder so. Und das wird sich nicht grundlegend dadurch ändern, dass die Leute weniger Arbeitszeit haben. Also das glaube ich nicht.
Im Übrigen, die Löhne sind halt für viele Menschen, also ja auch in den ganzen Pflege- und Gesundheitsberufen, so niedrig. Also wenn du eine Arbeitszeitverkürzung mit vollem Lohnausgleich da machst, bedeutet das ja nur, dass die Leute genauso wenig Geld haben wie jetzt, ja? Nur, dass sie kürzer arbeiten dafür. Also sehe ich nicht, dass die jetzt irgendwie gigantisch viel mehr konsumieren können damit. Aber es ist natürlich ein grundlegendes Problem. Also was machen die Menschen mit ihrer mehr freien Zeit? Also Oskar Negt hat damals im Kampf um die 35-Stunden-Woche schon mal die sehr kritische Frage gestellt. Könnte es sein, dass die Gewerkschaften den Kampf um die Arbeitszeitverkürzung gewinnen, aber den Kampf um die Köpfe verlieren? Das heißt also, dass die Menschen dann eben mit ihrer mehr freien Zeit halt tatsächlich weiter konsumieren, weiter nach Malle fahren, weiter RTL gucken und so weiter, ne? Das ist ein Problem. Aber das Problem haben wir auch so schon. Insofern glaube ich nicht, dass eine Arbeitszeitverkürzung da was Grundlegendes ändert. Aber die Definition von Bedürfnissen, darüber zu diskutieren, was sind denn eigentlich vernünftige Bedürfnisse, wenn man so will, das ist eigentlich die richtig schwierige Debatte, glaube ich, in der ganzen Transformationsdiskussion. Das werden wir ja mit dem Auto, Stefan kann dazu ja vielleicht auch noch einiges sagen. Da ist es in Deutschland am allerschwierigsten. Oh, vielen Dank, Margarete, auch für die umfassende Antwort auf die Nachfrage. Genau, was sind die Bedürfnisse? Das war ja der vierte Zusammenhang, den du eigentlich auch eingangs erwähnt hattest. Dankeschön. Ich würde vorschlagen, nachdem wir jetzt sozusagen eine eher breite, sozusagen so eine Systematik gehört haben, dass wir uns da in diesem Verhältnis von Arbeitszeit, Arbeitszeitverkürzung, Löhnen und Klimaschutz in einen konkreten Fall vornehmen, und auch zwar den Fall, der eben auch im Titel dieser Veranstaltung angedeutet ist, der eben, wie schon gesagt, hier in Baden-Württemberg uns als progressiven Akteuren auch ein bisschen wie ein Stein im Magen liegt oder zumindest einige Beschäftigung bedarf. Nehmen wir Lebens größter Arbeitgeber ist Mercedes, ja. genau, richtig. Nehmen Haben wir wir auch. Autoindustrie vor. Deutsche Leitindustrie unter ökologischen Aspekten und Nachhaltigkeitsaspekten spielte aber keine gute Rolle. Stefan, du warst lange Jahre auch Beschäftigter, soweit ich weiß, und eben Arbeitnehmervertreter in der Autoindustrie. Und inwiefern ist für dich die Debatte zum Zusammenhang von Arbeitszeitverkürzung und ökologischer Nachhaltigkeit auch für die Autoindustrie relevant? Ich würde gerne noch eine Bemerkung zu der vorherigen Debatte machen, was die Geschichte der Arbeitszeit betrifft. Es ist, glaube ich, wichtig wahrzunehmen, dass die Verkürzung der Arbeitszeit kein linearer Prozess ist, sondern dass der immer mit Rückschlägen auch behaftet gewesen ist. Also einmal erreichter Standard muss immer wieder verteidigt werden. Das kann dann möglicherweise am besten dadurch, dass weitergehende Forderungen gestellt werden. Aber wir erleben gerade wieder, dass der Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil das Arbeitszeitgesetz, eine Verordnung zum Arbeitszeitgesetz verabschiedet hat oder erlassen hat. Verordnungen werden ja erlassen. Eine Verordnung erlassen hat, wonach die tägliche Arbeitszeit auf bis zu 12 Stunden ausgedehnt werden kann. Also auch am Wochenende, am Sonntag und Feiertagen gearbeitet werden kann. Das ist natürlich ganz heftig in dieser Krisensituation, wo es auch keine ausreichende Möglichkeit gibt, dagegen zu protestieren. Und wir müssen jetzt aufpassen, dass das nicht, wie bereits in Österreich geschehen, zu einem allgemeinen Standard wieder wird. Das heißt also, ich wollte damit nur deutlich machen, dass ein einmal erreichter Erfolg nichts ist, worauf wir uns ausruhen können, sondern dass wir solche Positionen immer verteidigen müssen. Und in dem Zusammenhang, ich wiederhole das, ist eine weitergehende Forderung,
gegenüber den Anmaßungen des Kapitals oft auch das beste Mittel, um den erreichten Standard nicht zu gefährden. Nun zu deiner Frage, Filippo, also was Mobilitätswende, Automobilbau im weiteren Sinne mit dem Thema Arbeitszeit zu tun hat. Also über das Auto als ein wesentlicher Motor von Industrialisierung in allen industrialisierten Ländern ist vielleicht auch noch zu reden. Ich möchte aber zunächst mal auf die Überschwemmung von vielen Ländern, Regionen mit Autos zu sprechen kommen. Also ich glaube, inzwischen gibt es 1,2 Milliarden Autos, die auf der Erde bewegt werden. Jedes Jahr werden 100 Millionen Autos neu zugelassen. Also es werden auch welche abgemeldet. Selbstverständlich, das ist nicht die absolute Steigerungsrate, aber doch ein erheblicher Teil der absoluten Steigerungsrate. Und wir haben in der Geschichte der Automobilindustrie immer wieder Perioden gehabt von Aufschwung und Abschwung. Also die ganz normalen Krisenzyklen, die sich auch in der Automobilindustrie widerspiegeln, übrigens mit den gleichen Ursachen wie in allen anderen Industriebereichen auch. Also Überkapazitäten, Konzentration, Konkurrenz und Konzentration, Vernichtung von Kapazitäten und dann wieder sozusagen ein Aufschwung. Gegenwärtig stellt sich das in der Automobilindustrie etwas anders dar. Wir haben jetzt es inzwischen mit einem ziemlich langen Stagnationsprozess zu tun, was die Absatzmöglichkeiten der Automobilindustrie betrifft und seit gut 2,5, fast 3 Jahren auch mit der Tendenz, dass das Wachstum nicht mehr gelingt, sondern dass es sogar Rückgänge gibt, also im Verkauf, in der Zulassung, im Absatz von Autos. Das hat mit Corona und mit der gegenwärtigen Situation überhaupt nichts zu tun gehabt, sondern das gab es schon in den Jahren 18, 19 und auch in den ersten Wochen und Monaten des Jahres 2020. Im Januar hat ein erster sogenannter Autogipfel der Bundesregierung stattgefunden. Da ist schon über Kurzarbeit geredet worden und Verlängerung von Kurzarbeit vereinbart worden. Da war von Corona noch überhaupt nicht die Rede. Und jetzt haben wir die Situation, dass Corona sozusagen diese Absatzschwierigkeiten natürlich verschärft und beschleunigt. Und die Frage ist also, was ist die Alternative für diejenigen, die jetzt in der Auto- und Zulieferindustrie sozusagen vor die Tür gesetzt werden? Also alle großen Autokonzerne haben Personalabbauprogramme in riesigen Größenordnungen. Also Volkswagen hat beispielsweise angekündigt, in Deutschland 20.000 Arbeitsplätze abzubauen. Mercedes hat, glaube ich, von 10.000 geredet. Bei BMW wird von 5.000 oder 6.000 geredet. Von den Leiharbeiterinnen und Leiharbeitern ganz zu schweigen. Das waren Hunderttausende, die sind überwiegend schon nicht mehr in den Betrieben drin. Und in der Zulieferindustrie, wenn man von den drei großen Betrieben oder Konzernen, Conti, ZF und Bosch absieht, dann ist es dort nicht nur Personalabbau, sondern dann ist es oft schon die Frage, dass die Betriebe gar nicht mehr produzieren können, weil die großen Automobilkonzerne sozusagen Insourcing betreiben, also zur eigenen Beschäftigungssicherung möglichst viele Teile selbst produzieren, die sie vor dem mal rausgegeben haben. Was ich damit sagen will, ist, dass wir bereits jetzt, und zwar immer noch unabhängig von Corona, in einer Situation sind, in der die Arbeitsplätze im höchsten Maße gefährdet sind und teilweise eben auch schon liquidiert werden. Wie gesagt, durch Corona wird das alles nochmal beschleunigt und
verschärft. Und die Frage ist jetzt, was kann man gewerkschaftlicherseits, seitens der linken, kritischen Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, aber auch seitens der politischen Linken tun, um Angebote an die Beschäftigten in der Automobilindustrie zu machen, wenn wir davon ausgehen, dass die Mobilitätswende nur eine demokratische Bewegung sein kann, selbstverständlich nicht autoritär durchgesetzt werden kann und soll, dann kommt es mit darauf an, und das ist so einer der wesentlichen Gedanken in dem Gesprächskreis Zukunft Auto, Umwelt und Mobilität, den du ja angesprochen hast, dann ist einer der wesentlichen Gedanken, dass es darauf ankommt, den Beschäftigten Vorschläge zu machen, mit ihnen zu beraten über Angebote, was anderes produziert werden kann als nur Automobile. Wir gehen dabei von der Überlegung aus, dass Autobauen ohnehin rückläufig ist, also keine Zukunft hat, jedenfalls nicht bei Weitem, nicht in dem Maße, wie das gegenwärtig der Fall ist. Und deshalb ist eben über Alternativen nachzudenken. Ich komme jetzt mal auf den Begriff zurück, den Margareta eben auch eingeführt hat, nämlich die Bedürfnisorientierung. Also was benötigen wir eigentlich an Mobilität? Und wir haben es ja mit der eigentlich ganz blöden Situation oft zu tun, dass Menschen gar nicht freiwillig mobil sind, sondern gezwungenermaßen mobil sind. Also wenn wir einkaufen wollen, dann müssen wir irgendwo an den Stadtrand fahren, auf irgendeine grüne Wiese in den Supermarkt, weil die kleinen Läden alle nicht mehr da sind oder jedenfalls nicht die Angebote haben, die wir benötigen. Zur Arbeit müssen ganz viele Menschen sehr lange fahren, und in dem Maße, wie der öffentliche Personennahverkehr ausgedünnt worden ist, gibt es oft keine Alternative zum Auto. Aber das ist eben keine freiwillige, keine schöne, keine angenehme Mobilität, sondern das ist erzwungene Mobilität und entspricht keineswegs den Bedürfnissen. Also ich glaube, Margarete hat gesagt, wir haben gar nicht so viel Zeit, uns dazu zu verschwenden, darauf zu verschwenden und mit solchen Dingen zu beschäftigen, wenn wir selbst ein gutes Leben führen wollen. So, und da ist unsere Überlegung eben, dass es um den Ausbau vor allem auch des öffentlichen Verkehrs geht, sowohl des öffentlichen Personenverkehrs, des öffentlichen Personennahverkehrs als auch des öffentlichen Fernverkehrs, also Straßenbahnen, Fernbahnen und so weiter und so fort. Wir haben gegenwärtig eine Situation, dann höre ich erstmal auf zu reden, wir haben gegenwärtig eine Situation, wenn eine Stadt daherkommt und sagt, wir wollen unser Straßenbahnnetz erweitern und wollen Straßenbahnwaggons und Triebwagen bestellen, dann dauert es 5 Jahre, bis die so einen Triebwagen bekommen oder einen Waggon, weil die Kapazitäten überhaupt nicht da sind. Bombardier als einer der größeren Hersteller in Europa ist gerade dabei, seine Betriebsstätten zu schließen, weil das nicht so förderlich gewinnträchtig ist und weil es vor allem keine Planungssicherheit dafür gibt. Das heißt also, wenn systematisch in einem Zeitraum von beispielsweise 10 Jahren ein Umstieg von Automobilproduktion in Richtung Produktion für den öffentlichen Verkehr geplant würde, dann könnten dort auch entsprechende Kapazitäten aufgebaut werden und die Beschäftigung könnte nicht ganz 1:1, selbstverständlich nicht, aber im Großen und Ganzen sozusagen wechseln von der Automobilproduktion hin zu der Produktion von Bussen, Bahnen, Triebwagen, alles, was dazu benötigt wird. Ich habe dazu mal eine überschlägige Rechnung gemacht. Wir sind gerade dabei, ein bisschen aus einer überschlägigen Rechnung auch eine etwas solidere Rechnung zu machen. Aber ich zeige euch das mal, was da überschlägig gemacht worden ist oder was wir da überschlägig gemacht haben. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt oder ob ich meinen Bildschirm erstmal größer machen muss, keine Ahnung. Also wenn du es ruhig hältst, müsste es sichtbar sein. Das will ich gerne ruhig halten. aber ich sehe. Nee, aber jetzt ist nur die Hälfte quasi. Wie kommt das? Bisschen mehr Abstand vielleicht vom Bildschirm, dann ist mehr von dem Blatt drauf. Ah, jetzt, ja?
Ja, Genau. jetzt ist es gut. Aber vielleicht solltest du auch noch kurz die wesentlichen Zahlen, aus die es dir Das anguckt. will ich ja gleich, das will ich ja gleich machen. Ich will nur vorher sichergestellt haben, dass ihr es sehen könnt. Jetzt kann man es gut Könnt sehen. ihr sehen. Also in der Auto- und Zulieferindustrie sind gegenwärtig rund 800.000 Menschen beschäftigt. Es kursieren ganz andere Zahlen, aber bei den ganz anderen Zahlen sind dann, weiß ich nicht, Autobahn. Raststätten oder sonst Autoversicherungen und sowas alles mit drin. Aber in der Auto- und Zulieferindustrie selbst rund 800.000 Menschen, die da gegenwärtig beschäftigt sind. Wir sind jetzt in dem Prozess, in dem Überkapazitäten abgebaut werden. Dabei geht es um rund 150.000 Beschäftigte, die nicht mehr benötigt werden. Wir haben eine demografische Entwicklung. Das sind im Prinzip schon vereinbarte Personalabbauprogramme in den einzelnen Unternehmen in Größenordnung von 200.000 in den nächsten 10 Jahren. Und es gibt und den Umbau der Antriebstechnologie, also vom Verbrennungsmotor zum Elektromotor. Und die positivsten Zahlen, Schätzungen in dem Zusammenhang gehen von 100.000 Beschäftigten aus, die überflüssig werden. Andere Berechnungen gehen von bis zu 400.000 Menschen aus, die durch den Umbau des Antriebes überflüssig werden in der gegenwärtigen Automobilindustrie. So dass wir, so jetzt kommt der Faktor Arbeitszeit da rein, wenn für die Beschäftigten in der Auto- und Zulieferindustrie die Arbeitszeit auf 30 Stunden gesenkt würde, würden dadurch etwa 100.000 mehr gebraucht, sodass es ein Delta von rund 350.000 Beschäftigten gäbe. Wenn man jetzt dagegen rechnet, also was für den Ausbau von Bahnverkehr, Fernbahn, Nahverkehr erforderlich ist, in der Schienenproduktion mindestens 10.000 Personen, im Schienenfahrzeugbau, also Triebwagen und Personenbeförderungswagen, um die 100.000, bei den Nahverkehrs- und Bahnbetrieben selbst mindestens 50.000. Die Bundesbahn sucht händeringend Lokführer gegenwärtig. Also das ist so ein Beispiel dafür, dass dieser Umswitchen von einem Betrieb zu dem anderen durchaus möglich ist. Also rund 50.000 über Defizite im Bildungs- und Gesundheitswesen sind wir gerade am Wahrnehmen, wie dramatisch das ist. Rund 150.000, sodass es einen Zuwachs von gut 300.000 Beschäftigten geben würde. Und das Delta, also das tatsächliche Minus von Arbeitsplätzen, dann vielleicht in der Größenordnung von 50.000 läge. Ich belasse das mal bei diesem Bild jetzt und sag mal dazu, in der Kohleindustrie geht es gegenwärtig um 40.000. Nee, 20.000, das ist 20.000 lächerlich. Arbeitsplätze, also direkt in der Kohle, 20.000 Arbeitsplätze in drei Revieren und dafür werden 40 Milliarden Euro ausgegeben. Ob das alles so stimmt, lasse ich jetzt mal dahingestellt sein. Also die Zahlen stimmen erstmal. Ob das tatsächlich frisches Geld ist, lasse ich jetzt mal dahingestellt sein. Aber wenn man das möglich macht, dann muss es doch auch möglich sein, für eine sozial-ökologische Mobilitätswende Geld zur Verfügung zu stellen und damit eben auch tatsächlich eine Mobilität zu organisieren, die den Bedürfnissen der Menschen entspricht und die nicht nur auf Mobilitätszwänge oder in deren Mobilitätszwänge eben auch entfallen. Und das würde dann sozusagen zwei Aspekte befriedigen oder berücksichtigen, nämlich zum einen die tatsächlichen Mobilitätsbedürfnisse und zum zweiten die ökologischen Notwendigkeiten. Also wenn Corona vorbei ist, kommt die Klimadebatte und die Klimaveränderung, was wir dort anfassen müssen, ja wieder ganz brandheiß auf die Tagesordnung. Und dann spätestens werden wir feststellen, dass es mit der Automobilindustrie so wie bisher nicht weitergehen kann. Jedenfalls nicht, wenn das 1,5-Grad-Ziel erreicht werden soll. Soweit erstmal. Ja, vielen Dank, Stefan, für dieses Skizzieren, also auch dass wir jetzt auch mal ein paar Zahlen haben, um uns die Mengen vorstellen zu können. Und ich denke, wir sind gespannt, was diese genaueren sozusagen Vertiefungen der überschlagsmäßigen Berechnung am Ende bringen wird. Und ich denke, das ist auch als wichtig als, ja, als Diskussionsgrundlage und als Handlungsgrundlage in der Argumentation jetzt
die Auseinandersetzung oder für die Argumente der Parteien und progressiven Kräfte. Ich würde jetzt vorschlagen, dass wir haben ja jetzt zum Thema Mobilitätswende, zum Thema Zusammenhang Arbeitszeitverkürzung und Klimaschutz einfach ein paar Inputs von euch gehabt, die dann ja sicher in der Diskussion noch weiter aufgegriffen werden können. Und würde vorschlagen, dass wir ansonsten eigentlich dann recht zügig auch zu den Nachfragen übergehen. Ich wollte bloß, bevor wir jetzt zu Nachfragen übergehen, noch einen Punkt nicht unangesprochen nochmal lassen. Und zwar ist es ja jetzt so, ich meine, wir hatten diese Veranstaltung mal konzipiert, bevor die Corona-Krise zumindest in der Heftigkeit, wie sie jetzt eingeschlagen hat. Jetzt haben wir ja eine Zeit, wo in euren Beiträgen ist es auch schon angeklungen, wo eigentlich sehr schnell und sehr massiv in die Arbeitszeit reguliert wird, und zwar auch in ganz widersprüchlichen Weisen. Einerseits mit einer Art unfreiwilligen Arbeitszeitverkürzung, mit naja, mehr oder weniger Lohnausgleich, also zum Beispiel durch Kurzarbeit, durch kompletten Jobverlust, durch den Verlust von Aufträgen oder Einkommen bei Selbstständigen zum Beispiel. Und andererseits haben wir auch das hat Stefan, glaube ich, vorher angesprochen, auch eine Riesenausweitung von Arbeitszeit per Verordnung. Also wir haben jetzt in Baden-Württemberg im Fall im Klinikum Ulm, dass dort eben 12-Stunden-Schichten angeordnet worden sind. Also da haben wir auch eine sehr widersprüchliche Entwicklung. Ich würde noch mal gerne zum Abschluss des Input-Teils der Veranstaltung Margarete fragen wollen. Was können wir denn jetzt aus der gegenwärtigen Corona-Krise hinsichtlich aus dem Blickwinkel der Arbeitszeitverkürzung sagen? Können wir da was Positives draus ziehen? Sind da eigentlich vor allem Gefahren enthalten? Wie würdest du das bewerten? Naja, also einerseits kann man da durchaus ein paar positive Aspekte dem abgewinnen. Also es zeigt ja, auch wenn es für viele, insbesondere ja auch kleine Selbstständige, möglicherweise mit dem völligen Ruin verbunden ist. Aber die irgendwie durch Kurzarbeit aufgefangen werden, es zeigt, dass wir mit erheblich weniger Arbeitszeit irgendwie über die Runden kommen. Ja? Und Kurzarbeit ist ein Instrument, was Mängel hat. Also es ist zu niedrig, der Lohnausgleich war ja zu niedrig, inzwischen soll er ja auch wenigstens nach 4 bzw. 6 Monaten dann auf 70 oder 80% angehoben werden. Das ist für viele im Niedriglohnbereich immer noch zu wenig, aber immerhin. Also es zeigt, dass durch eine systematische Arbeitszeitverkürzung Arbeitsplätze erhalten werden können. Also im Prinzip zeigt es das, ja. Und es zeigt auch, dass Leute mit erheblich weniger Erwerbsarbeitszeit, also das machen ja nicht alle Homeoffice, ne? Irgendwie auch klarkommen für eine Zeit wenigstens. Was natürlich ganz schwierig ist, also abgesehen von den schrecklichen Tendenzen, die Stefan ja skizziert hat, das ist was leider, was die Arbeitgeberverbände die ganze Zeit ja versuchen, das ist ja nichts Neues. Die nehmen sich jetzt die Krise, um das, was also Arbeitgeberverbände und allen voran DEHOGA, also Hotel- und Gaststätten, das sind immer die Vorreiter da. Das sind auch diejenigen, die als allerletzte den 8-Stunden-Tag übrigens eingeführt haben. Das war, glaube ich, erst um 1980 rum oder so, völlig irre. Also das versuchen die die ganze Zeit. Und zwar in Deutschland, in Österreich haben sie es ja auch richtig durchgesetzt, aber auch auf der Europaebene, Business Europe, versucht das die ganze Zeit, die europäische Arbeitszeitrichtlinie in diese Richtung, also kürzere Ruhezeiten, längere tägliche Arbeitszeiten. Eigentlich opt-out, also man kann alles individuell sowieso canceln und so weiter und so fort. Das versuchen die schon ganz lange da auf europäischer Ebene durchzusetzen und die wittern jetzt ihre Chance. Ja.
Was es aber auch zeigt, jetzt die Corona-Krise, dass die ganze Frage der Vereinbarkeit von Familie und Beruf eine unglaublich dramatisch dringende ist. Ja? Also das mit dem ganzen Homeoffice und Homeschooling, was alles nicht wirklich funktioniert, weil man kann einfach nicht gleichzeitig arbeiten und sich mit seinen Kindern beschäftigen. Das war immer schon eine Illusion, aber das zeigt sich halt jetzt ganz deutlich. Verweist darauf, dass wir wirklich radikal kürzere Arbeitszeiten brauchen für Eltern auch. Ja? Und zwar, interessant ist, jetzt wird ja versucht, dann irgendwelche Agreements mit den Betrieben herzukriegen. De facto läuft das aber dann meistens so, dass letztlich dann doch die Mütter dann sich mehr um die Kinder kümmern und der Mann irgendwie doch eher wieder früher auf Arbeit geht und so weiter. Also es gibt einen starken Druck hin zur Retraditionalisierung auch wieder von Geschlechterverhältnissen in dieser Frage. Und deswegen sagen wir bei ATTAC, es ist unendlich wichtig, dass wir eine kurze Vollzeit um die 30 Stunden haben, vor allem für die Männer, dass das eine neue Normalarbeitszeit wird, weil nur dann gewährleistet sein könnte jedenfalls, dass die Männer das auch für sich als eine normale Geschichte ansehen und nicht irgendwie das wieder als so eine karitative Einrichtung für Mütter und andere Behinderte betrachtet wird. Ja? Also an der Stelle ist auch eine wirkliche Konfliktlinie in den Gewerkschaften und mit den Gewerkschaften, weil die im Moment sich ja sehr stark auf die Formen von individueller, flexibler, vereinbarkeitsorientierter Arrangements irgendwie in die Richtung gehen. Ne? Also dieser Tausch auch von Freizeit gegen Lohnerhöhung, alles auf individueller Ebene und so. Das wird uns genau an der Stelle nicht weiterhelfen. Ja, vielen Dank, Marita, dass du diesen Aspekt noch reingebracht hast, ne? Arbeitszeit und die ungleiche Verteilung von Arbeit und Freizeit und von verschiedenen Aufgaben auf die Geschlechter. Bevor wir zu den Rückfragen, sind mittlerweile einige Nachfragen eingegangen. Wollt, hat Stefan mir signalisiert, dass er genau zu dem Thema noch kurz ergänzen wollte. Deshalb würde ich Stefan. Hey, ich wollte nur ganz kurz ergänzen zu den Auseinandersetzungen, die jetzt mehr oder weniger unmittelbar bevorstehen. Die Industrie, die Unternehmen versuchen natürlich die Situation für sich zu nutzen. Also am Beispiel Arbeitszeit haben wir das eben schon etwas deutlich gemacht. Das Gleiche betrifft aber auch oft die Überwindung der Krise der Automobilindustrie zu. Ich hatte gesagt, dass die Krise also lange vor Corona begonnen hat und mit Corona nur beschleunigt worden ist. Am 5. Mai, am kommenden Dienstag, findet der nächste sogenannte Autogipfel im Kanzlerinnenamt statt. Und die Autoindustrie ist dabei, aus allen Rohren sozusagen zu schießen, auf ihren Anspruch deutlich zu machen, Subventionen zu kassieren. Und dabei geht es wiederum um viele Milliarden. Da könnte man jetzt noch sagen, wird sowieso viel Geld ausgegeben. Aber das in einer Situation, in der die Automobilindustrie nach wie vor unglaubliche Gewinne realisiert, Dividenden auszahlt und Boni auszahlt. Ich will nur ein einziges Beispiel nennen. Volkswagen hat sagenhafte Gewinnrücklagen von 100 Milliarden Euro. Ein Unternehmen, Gewinnrücklagen, freiwillige Gewinnrücklagen von 100 Milliarden Euro. 4 Milliarden davon sind im ersten Quartal 2020 realisiert worden. Und die kommen jetzt an und wollen Abwrackprämie, Impulsprämie, Elektroprämie, die wollen nochmal wirklich ganz viele Milliarden abzocken, sage ich das jetzt mal. Und selbstverständlich müssen die Kosten von irgendjemandem getragen werden. Und die Unternehmen sind gerade dabei, für ihre Eigentümer
das Geld zu holen, das wir anschließend zahlen sollen. Deshalb werden jetzt tatsächlich Weichen gestellt für die Zukunft. Filippo, dürfte ich auch noch eine Ergänzung zu diesem ganzen Komplex Automobilindustrie machen? Das ist, im Grunde sind es auch drei Fragen noch an Stefan. Ja, ich würde sagen, also ich glaube, dass ich habe jetzt immer nur ein halbes Auge auf das Pad, wo die Fragen eingehen. Da kommt auch noch einiges, sage ich mal. Aber wenn du kurz vielleicht mit so ganz kurz und präzise, ja. Und dann können wir auch mal gucken, was mit den Fragen alles kommt. Bitte. Ja, also es gibt drei Aspekte, die wir da noch genauer beleuchten müssen. Bei deiner Bilanz, was fällt weg und was könnte kommen, ist ein Aspekt noch nicht aufgetaucht, nämlich die Effekte der Digitalisierung und Automatisierung. Da werden auch noch mal ganz gewaltig Arbeitsplätze wegfallen. Das geht nicht ganz sofort, aber in 10 Jahren werden wir da noch massiv was wegfallen haben. Und dann noch mal die Frage der Konversion, also die Umstellung auf Busse und Bahnen statt Individual-PKWs. Das würde mich mal interessieren, wie du, Stefan, das einschätzt. Also, dass das möglich ist, hat sich in der Automobilindustrie im Zweiten Weltkrieg in den USA ja gezeigt. Da wurde ratzfatz von Auto auf Panzer umgestellt. Das geht also. Oder jetzt Trump, also von Auto auf Atemgeräte. Geht ja anscheinend auch. Also, wie schätzt du das ein? Und die dritte große Frage, die kommt, glaube ich, im Chat auch nochmal. Wie realistisch können wir uns Umschulungen von Autowerkern hin zu Pflegern und Menschen im Gesundheitswesen und so weiter vorstellen? Gut. Stefan, möchtest du darauf gleich antworten oder sollen wir das dann versuchen, irgendwie in der Diskussion einfließen zu lassen, je nachdem, oder? Ich glaube, es wäre ganz gut, wir würden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer jetzt Gelegenheit geben. Ich komme auf jeden Fall irgendwann drauf. Genau, wir merken uns auch Margaritas Fragen. So, hallo. Und an der Stelle, wie gesagt, im Pad stehen mittlerweile einige Fragen drin, die von Teilnehmerinnen per Nachricht zugeschickt wurden. Ich würde jetzt kurz an meinen Kollegen Alexander, also das heißt kurz, ich würde jetzt an meinen Kollegen Alexander übergeben, der diese Fragen gesichtet hat und würde ihn bitten, da die erste weiterzugeben. Mikro. Ist dein Mikro? Dein Mikro, du musst noch anmachen. Mein Mikro war aus. Ja, genau. Vielen Dank, Filippo. Vielen Dank auch Margareta und Stefan. Die Frage ist, ob Philipp, bist du da? Okay, weil wir uns eigentlich überlegt haben, dass er noch sozusagen ein, zwei Aspekte einbringt. Jetzt wäre er wieder da, Philipp. Genau. Ich würde nur ganz schnell zwei Fragen komplexer einbringen, weil wir schon ein bisschen fortgeschritten sind in der Zeit. Das eine war, es kamen Fragen, inwiefern Arbeitszeitverkürzung die Position der Gewerkschaften stärken. Und damit verbunden, ob nicht auch einfach viele Gewerkschaftsmitglieder halt viel arbeiten möchten und dass da auch so eine gewisse, also so ein Idealbild dahinter steckt. Also das ist ja zusammengesetzt aus verschiedenen Rückfragen, aber es wurde darauf angespielt, manche Leute sagen ja auch irgendwie 60 bis 80 Stunden hart arbeiten, nur so kommt man hoch und so, wie man das angreifen könnte. Und die andere Frage oder der Fragekomplex wäre zum Thema kollektive Arbeitszeitverkürzung als gesamtgesellschaftliches Projekt. Und zwar einerseits, Margarete hatte ja vorgestellt, wie ökologische Nachhaltigkeit und Arbeitszeitverkürzung zusammengedacht werden können. Stefan hatte die Perspektive auf die Automobilindustrie und die Beschäftigten dort. Und die Frage war, wie kann man irgendwie die Leute zusammenführen aus Klimabewegung, Gewerkschaft, Parteien, feministischer Bewegung, vielleicht auch Erwerbsloseninitiativen und so. Also wie könnte da so ein Gesellschaftsbündnis aussehen? Und dann noch, Margarete hatte ja ganz kurz die Gender-Dimension angesprochen, gerade im Kontext der Corona-Krise. Und da kam auch die Frage, naja, wenn wir in der industriellen Fertigung Arbeitsplätze zurückfahren und in der Care-Arbeit ausbauen wollen, gibt es da nicht auch einfach gewisse Hürden? Also kann man einfach eine Fabrikarbeit, die besonders männlich konnotiert ist, kann man die Leute einfach nehmen und direkt in der Care-Arbeit einsetzen, nach einer kurzen Requalifikationszeit? Und wie könnte man damit umgehen? Also so Stichwort auch Produzentenstolz und diesen Komplex sozusagen, wie man da rangeht. Genau, das wäre so kurz aus dem Chat.
der Input. Genau. Die Fragen waren ja jetzt nicht spezifisch an einen der beiden gerichtet in jedem Fall. Also ich würde einfach sagen, irgendeiner, der einen Aspekt herausgreifen möchte, beginnt und der oder die andere ergänzt. Würde ich anfangen, Margareta? Ja, fang du doch mal an, Stefan. Okay. Zunächst mal Arbeitszeitverkürzung als ein Instrument, auch um die Gewerkschaften zu stärken. Also in der Krise und in einer Situation, in der es eine hohe Arbeitslosigkeit gibt, sind Gewerkschaften immer schwächer als in einer Situation, in der es nahezu Vollbeschäftigung oder sehr wenig Erwerbslosigkeit gibt. Historisch belegbar an ganz, ganz vielen Beispielen. Ökonomisch, aber eigentlich auch vernünftig und im Sinne der Beschäftigten, also wenn Angebot und Nachfrage auf den Arbeitsmarkt regeln würde, dann wäre es doch völlig klar, dass gewerkschaftliches Interesse von Arbeiterinnen und Arbeitern darin besteht, das Angebot möglichst zu verknappen, um es so teuer wie möglich zu verkaufen. Und Verknappung passiert selbstverständlich auch über Arbeitszeitverkürzung. Also je kürzer einzelne Personen arbeiten, desto geringer ist das Arbeitsangebot insgesamt und desto höher müsste der Preis für die wahre Arbeitskraft dementsprechend auch sein. Insoweit ist Kampf um Arbeitszeitverkürzung natürlich auch ein Kampf um die Stärkung, um die Stärkung von Gewerkschaften. Und wenn wir über Stärkung reden, dann reden wir eben auch über Macht. Und es ist in der Tat eine nicht in erster Linie eine ökonomische Frage. Unser Land, unsere Volkswirtschaft, viele Volkswirtschaften könnten sich Arbeitszeitverkürzung leisten. Die Arbeitgeber wollen es aber nicht, weil es dabei eben auch um die Machtfrage geht oder um Machtfragen. Wer hat über wen Macht? Und die Arbeitgeber wollen selbstverständlich ihr Direktionsrecht und ihr Recht, alleine darüber zu entscheiden, was, wann, wie, wo, zu welchen Konditionen produziert wird, nicht teilen mit den Beschäftigten, mit denjenigen, die die Werte schaffen, sondern sie wollen es alleine entscheiden. Sie wollen die Macht alleine behalten. Deshalb ist Arbeitszeitverkürzung eben auch und fast sogar in erster Linie eine machtpolitische Auseinandersetzung, die geführt werden muss. Zu Konversion will ich sagen, also du hast das Beispiel Rüstungsproduktion selbst genannt, das ging ruckzuck, relativ schnell, also von ziviler Produktion auf Rüstungsproduktion umzuschalten und umgekehrt übrigens auch. Also auch von Rüstungsproduktion auf zivile Produktion wieder zurückzuschalten. Also ich will vielleicht ein Beispiel nennen, dass solche Veränderungen möglich sind. Bei Opel in Eisenach ist bis vor einem Jahr sind die Kleinwagen von Opel produziert worden. Also Corsa, glaube ich, und Adam. Also richtige Kleinwagen. Jetzt ist das Werk von Peugeot übernommen worden oder von PSA, von den Franzosen übernommen worden. Und die bauen da auf einmal ein Opel Grandland. So heißt der. Der ist typengleich mit dem Peugeot 3008, glaube ich. Ein Auto, das ist doppelt so groß wie die Fahrzeuge, die dort vorher gebaut worden sind. Das geht nicht ohne Probleme, aber es geht. Und es gibt nicht viele positive Beispiele von ziviler Konversion. Es gab große Debatten darum in den 1980er, 1990er Jahren. Die meisten Projekte sind an der Machtfrage gescheitert. Also daran, dass die Arbeitgeber gesagt haben, nee, wir machen das nicht, sondern hier wird gemacht das, was wir wollen. Und deshalb geht es in dem Zusammenhang auch um eine demokratische Erweiterung sozusagen. Also ohne mehr Demokratie, ob man das Wirtschaftsdemokratie nennen will oder wie auch immer, ohne mehr Demokratie wird das nicht funktionieren. Und da bietet, glaube ich, die gegenwärtige Situation auch wieder eine Chance. Also wenn die Autoindustrie und andere Industriebereiche da rangehen und sagen, wir wollen staatliche Unterstützung haben und brauchen die,
dann denke ich, muss der Staat auch, müssen wir sozusagen als Bevölkerung auch insistieren, dass diese Geldvergabe mit staatlicher Einfluss verbunden ist. Natürlich mit keiner Auszahlung von Boni und Dividenden oder so, aber eben auch mit dem Einfluss von Belegschaftsvertretern, von Politikern, selbst demokratisch gewählten Politikern und bezogen auf die Mobilitätswende und einem Zeitraum von, ich würde mal sagen, 10 Jahren, also viel schneller geht es, glaube ich, gar nicht, in einem Zeitraum von 10 Jahren und mit Beteiligung, demokratischer Beteiligung von Mobilitätsräten oder von Transformationsräten oder im BGB-Programm heißt es, glaube ich, Wirtschafts- und Sozialräten, wäre so etwas durchaus möglich. Das Instrument dafür bietet uns unter anderem das Grundgesetz im Artikel 14.15, wo nicht nur drinsteht, dass Eigentum garantiert ist, sondern eben auch das Eigentum verpflichtet, nämlich dem Allgemeinwohl, und dass das Eigentum auch zum Zwecke der Vergesellschaftung enteignet werden kann. Die Vergesellschaftung wird dann nicht weiter ausgeführt, aber das ist auf jeden Fall ein Mittel, ein ganz legales, grundgesetzkonformes Mittel, was zur Verfügung steht, um diesen Prozess sozusagen einzuleiten. Und ja, begleitet wird das unter anderem auch von ähnlichen, sehr ähnlichen gewerkschaftlichen Positionen. Im Paragraph 2 der Satzung der IG Metall steht das fast wortgleich drin wie im Grundgesetz als ein Ziel von Gewerkschaftsarbeit, nämlich der Vergesellschaftung von Schlüsselindustrien, und die Automobilindustrie, die chemische Industrie, die Banken sind solche Schlüsselindustrien, die also auf dieser Basis auch vergesellschaftet werden können. Und damit würde auch sozusagen dieses gesamtgesellschaftliche Konzept oder der Anspruch, ein gesamtgesellschaftliches Konzept umzusetzen, einen Weg finden. Ja. Ja, wenn ihr nichts dagegen habt, dann würde ich da gleich dran anschließen. Also die Frage war ja, ist es nicht auch ein Problem der Gewerkschaften, dass eben so viele Beschäftigte, auch ihrer Mitglieder, auch ihre Mitglieder gerne lange arbeiten wollen und selber als Individuen irgendwie Probleme haben mit Arbeitszeitverkürzung. Das ist empirisch ein Problem. Das gibt es, ganz viele. Aber man muss mal vielleicht ein bisschen genauer hingucken. Wer ist das und warum? Und da kann man doch relativ klar Gruppen auch ausmachen, die freiwillig in Anführungszeichen erheblich länger arbeiten, als es vereinbart ist oder als sie müssten. Und wirklich massiven Widerstand gegen Arbeitszeitverkürzung als Forderung leisten. Das sind zum einen Leute, die in wirklichen Niedriglohnbranchen arbeiten, also wie zum Beispiel Wachdienste, aber auch viele Automobilzulieferbetriebe. Da ist das auch ein Riesenproblem. Die haben teilweise so niedrige Löhne, dass die nur mit einer gigantischen Zahl von Überstunden irgendwie überhaupt auf einen halbwegs erträglichen Lohn kommen. Da ist natürlich genau die Frage, also wie kriegen wir es hin, das Lohnniveau so anzuheben wieder, dass die das nicht mehr nötig haben. Da schlägt den Gewerkschaften sozusagen ihre also Burgfriedenspolitik in den letzten 30 Jahren neoliberaler Phase fällt ihnen auf die Füße. Ne? Also sie haben die Politik, die Schröder und Fischer erklärtermaßen gefahren haben, nämlich den größten Niedriglohnsektor Europas in Deutschland einzuführen. Das haben sie geschafft. Wir haben den größten Niedriglohnsektor Europas. Das haben die Gewerkschaften nicht wirklich massiv bekämpft. Also sie haben das gewissermaßen geduldet. Ja? Und das ist jetzt ein Problem.
Also wir haben einfach so viele Branchen, wo die Leute nur mit ganz, ganz vielen Überstunden überhaupt auf einen halbwegs erträglichen Lohn kommen. Eine zweite große Gruppe sind hochqualifizierte Leute, also insbesondere Entwickler, Ingenieure, IT-Leute, die oft in Projektform arbeiten. Diese Projekte werden in aller Regel völlig unrealistisch kalkuliert, also die Zeitrahmen und die personelle Besetzung. Also die Zielvorgaben, Zeitvorgaben, Personalvorgaben sind unrealistisch, was dazu führt, dass dann, um die Termine einzuhalten, mit zu wenig Leuten einfach viel, viel mehr gearbeitet werden muss. Das ist eine Frage, die, und dann steckt natürlich auch ein gewisser Stolz darin, einfach sowas dann trotzdem zu schaffen, ne? Also man ist auch stolz auf seine qualifizierte Arbeit. Aber das ist eine Frage, wo wirklich Betriebsräte eine ganz wichtige Aufgabe haben und es gibt da auch Möglichkeiten zu intervenieren. Also wir haben in Bremen durchaus Betriebe, wo Betriebsräte es geschafft haben, zusammen mit diesen Hochqualifizierten einfach Mechanismen zu vereinbaren, zu entwickeln, dass die Ziel- und Zeitvorgaben bei der Einführung von einem Projekt, also wo das überhaupt angefangen wird, gemeinsam beraten und eben realistisch definiert werden. Also das ist aber eine ganz mühselige Arbeit, ne? Aber das geht schon. Ansonsten haben wir ja nach allen Befragungen immer einen erheblich großen Teil, also teilweise bis zur Hälfte der Vollzeitbeschäftigten, die wirklich gerne kürzer arbeiten wollen. Umgekehrt von den Teilzeitbeschäftigten ungefähr ein Drittel, die gerne mehr arbeiten wollen. Aber es ist nicht so, als würde die Masse Mensch jetzt nicht kürzer arbeiten wollen. Und ein ganz wichtiger Faktor ist, dass in der jüngeren Generation eine, wir wissen nicht, wie die Mengenverhältnisse sind, aber ein erheblicher und wachsender Teil der jüngeren Generation einfach auch keine Lust mehr hat, das ganze Leben für Arbeit zu verschwenden, gewissermaßen. Also da findet auch ein Wertewandel statt. Also ich habe oft mit Personalern zu tun, die dann berichten, also das hätte es früher nie gegeben, dass jetzt beim Vorstellungsgespräch schon junge Leute fragen, und wie ist es bei Ihnen mit Arbeitszeitverkürzungsmöglichkeiten, mit Sabbaticals und so, also bevor Sie eingestellt worden sind. Ne? Das hätte sich früher niemand getraut, gibt es aber jetzt. Also insofern haben wir da durchaus auch ein, wie soll man sagen, ein Stück Motor in dem Wertewandel, der auch in den normalen Menschen einfach stattfindet. Ach so. Das war ja nur die eine Frage. Die andere Frage kam ja noch, wie geht das mit der Umschulung von Industrieberufen auf Care-Berufe? Das ist sicherlich nicht einfach und das wird auch nicht von heute auf gleich, ist genau wie mit der Produktkonversion, ist das also auch mit der, wie soll man sagen, Arbeitskraftkonversion. Ne? Aber ich halte es für überhaupt nicht unmöglich, einen Autowerker zum Krankenpfleger umzuschulen. Das geht. Wir haben zum Beispiel in Bremen ein Projekt, wo wir händeringend ErzieherInnen gesucht haben. Gab es noch nicht genug Qualifizierte. Und da wurden dann sogenannte Sozialassistentinnen ausgebildet mit einer Kurzausbildung. Und da waren dann auch durchaus Männer, auch aus handwerklichen Berufen mit dabei. Und dann haben alle Pädagoginnen und Expertinnen Zeter und Mordio geschrien und das ginge doch nicht und das könnten die nicht und so. In der Praxis hat sich aber herausgestellt, die waren zum Teil besser als die, die nur Pädagogik von Anfang an hatten. Also das ist nicht unmöglich.
Eine Voraussetzung dafür, dass viele von denen das aber wollen, ist natürlich, dass die Arbeitsbedingungen in der Pflege, in den Gesundheitsberufen, dass die ähnlich gut bezahlt und abgesichert sind wie die jetzt in der Automobilindustrie oder in der Braunkohle. Ne? Also ein Arbeitsplatz bei RWE ist einfach dreimal so hoch bezahlt wie irgendwie der Arbeitsplatz von der Pflegerin, die da die Leute im Braunkohlerevier pflegt. Ja? Solange das so ist, wird da nichts draus werden, das stimmt. Wir würden an der Stelle jetzt uns ganz herzlich bei allen, die im Facebook-Livestream dabei waren, uns bedanken und würden diese Diskussion jetzt an der Stelle beenden. Es gibt jetzt die Fortführung der Diskussion in der Zoom-Videokonferenz. Ich habe als Facebook-Kommentar den Link nochmal reingeschrieben. Wer noch nicht in der Videokonferenz ist, kann sich da jetzt nochmal reinklicken. Wir machen dann in circa 2 Minuten in Zoom in der Videokonferenz dann weiter, weil der Facebook-Livestream zeitlich ein bisschen hinterherhinkt und damit alle rein können. Also bitte in 2 Minuten geht es dann weiter. Da könnt ihr dann selbst eure Fragen dann in der Zoom-Videokonferenz stellen. Und der Livestream, der wird jetzt beendet.